Sodele, kleine Bastelstunde ist angesagt. Ich habe mit meiner CZP 10, so gut sie auch schießt, Tiefschüsse. Das bedeutet, ich muss die Schnauze von dem Ding, also die Mündung, nach oben bewegen. Ich habe CZ kurz angeschrieben und gefragt, da es unterschiedliche Kornhöhen gibt, die mit einer Nummer versehen sind. Es findet sich aber keine Tabelle auf der Website von CZ im Webshop, welche Zahl für welche Kornhöhe steht. So, und bei mir ist vorne auf dem Korn die Zahl 3 eingestanzt und laut CZ ist die Zahl 3 ist Kornhöhe 5,75 mm. Und dann geht es abwärts. Die Zahl 2 sind 5,5 und die Zahl 1 wären 5,25. Das Korn kostet bei CZ direkt in der Tschechei beim Werk 12 Euro Batsch plus Versandkosten. Ich habe mir einfach mal die 1 und die 2 dazu bestellt, um einfach nur auf Nummer sicher zu gehen, dass ich beide habe, um tatsächlich zu sehen, welches Korn ich dann benötige. Laut CZ, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind 0,25 mm auf 25 Meter etwa 4 cm Höhengewinn. Ist schon mal eine Hausnummer. Wie das Ganze jetzt getauscht wird und deswegen kleine Bastelstunde, möchte ich in diesem Video kurz zeigen. So, als erstes, wie gehabt, Waffe ist leer, sichere Richtung, trocken abschlagen. Wir nehmen jetzt dafür den Schlitten runter, Federpaket raus, hoppala. Und wir nehmen den Lauf raus. So, wir klemmen den Schlitten jetzt einfach in einem Schraubstock. Ich habe hier jetzt zwei Holzklötze zum Fixieren. Ziehen es ordentlich fest. Einfach nur, soll nur zum Halten sein. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen näher ran. So, das Schöne bei CZ ist, im Kasten, in dem die Waffe geliefert wird, ist das erforderliche Werkzeug zum Austauschen eines Korns mit dabei. Sprich, wir haben die erforderlichen Imbusschlüssel, um hinten die Kimme und vorne das Korn loszuschrauben. So. Wir nehmen jetzt einfach mal den kleinen Imbusschlüssel. So, und dann drehen wir mit dem Imbusschlüssel diese Madenschraube ausreichend raus. Vorsichtig, dass es nicht rund geht. So, und dann müssen wir jetzt einfach nur gucken, dass wir das Korn jetzt ein bisschen rausdengeln. Es wird jetzt ein bisschen lauter. So. Einfach nur ein paar beherzte Schläge und oder wo sind wir? Da sind wir. Sind wir zu nah dran. Und schon haben wir das Korn entsprechend raus. So, jetzt kann man auch nochmal hingehen. Wenn man sieht, dass da ein bisschen Schmodder unten drin ist, nimmt vielleicht ein bisschen Alkohol und ein Wattestäbchen. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Aceton, sprich Nagellackentferner. Dann macht man einfach nur da drin, weil die haben da anscheinend ein bisschen Loctite oder irgendwas damit reingefutschelt. Und macht es ein bisschen entsprechend sauber. Dann Alkohol wieder wegmachen. Beziehungsweise das Aceton ist einfach nur das eventuelle Brocken, Klebstoffreste, wie auch immer, dass die raus sind. So, ich bin jetzt in der radikalen Stimmung. Das heißt, ich nehme jetzt von den beiden gelieferten Körnern, nehme ich jetzt das kleinste, nämlich die 1. Nach oben gehen kann ich immer noch. Wir sehen auch, es ist die erforderliche Imbusschraube, ist entsprechend mit beigelegt. So, gucken, dass die Imbusschraube auch entsprechend rausgedreht ist. So, und dann müssen wir auch nur gucken, dass wir möglichst geradlinig das Korn reinklopfen. Klopfen es so lange bei, bis es flächenbündig anliegt.
Dann nehmen wir den Imbusschlüssel und drehen die Imbusschraube entsprechend wieder rein. Nicht zu fest, einfach nur vernünftig fest reindrehen. So, jetzt nehmen wir noch das alte Korn, das originale, und drehen die Madenschraube wieder ein bisschen rein. Man kann es ja wieder einsetzen, so ist es nicht. Und damit haben wir ein Korn an einer CZ P10 Serie entsprechend getauscht. So, wir können die Waffe jetzt wieder zusammensetzen. Und schon haben wir das Korn getauscht. Geht eigentlich relativ easy. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, weil es relativ fest war. Aber ich denke mal, ihr wisst jetzt, was gemeint ist. Ist relativ einfach, kann man mit üblichen Haushaltsmitteln durchaus selber tun.